Hallo zurück bei Two Point Campus mit mir, Dennis. Wir haben beim letzten Mal die dritte Kampagnenkarte, abgeschlossen will ich nicht sagen. Wir haben einen Stern erreicht, hier oben die Uni, erinnert euch, wir haben eine historische Uni umgebaut und die Zukunft geführt mit moderner Roboter- und VR-Forschung. Und dadurch haben wir jetzt den vierten Bereich freigeschaltet, nämlich Noblestead. Bewahre die Traditionen des Rittertums und verteidige deinen Campus vor der hiesigen Konkurrenz. Das klingt aufregend, das klingt nach Mittelalter-Ritter-Action in der Neuzeit. Aber was ist das? Gespenster! Ja, wir sind in der Woche vor Halloween und scheinbar hat Two Point Campus da auch ein Halloween-Update erhalten. Und ich hoffe, dass jetzt nicht, wenn ich hier draufklicke, auf Noblestead alles voll ist mit grünem Rauch oder grünem Nebel. Das wäre nämlich ganz schön nervig. Wir starten da jetzt einfach mal und gucken mal, was uns dort erwartet. Vielleicht ist es ja gar nicht so dunstig. Vielleicht ist das mehr ein Gag auf der Übersichtskarte und hier fliegen jetzt hin und wieder mal ein paar Geister durch die Gegend. So ein kopfloser Nick zum Beispiel oder eine maulende Myrte fände ich natürlich super. Das wäre gut. Das ist aber ein schöner Campus. Schöne Anlage. Oh, alles voller Toilettenpapier. Das ist ja gemein. Guck mal, ist alles mit Toilettenpapier beworfen worden für Halloween. Eine sehr seltsame Tradition, die ich so in Deutschland zumindest bisher nicht gesehen habe. Aber von mir aus machen wir das auch so. Och, das ist aber nett mit den Kürbissen hier. Guck mal, hier am Eingang. Toll. Willkommen in Noblestead, wo sich seit mehreren Jahrhunderten nichts verändert hat und Ritter durch die Straßen schlendern, als sei das völlig normal. Es heißt, eine Klinge wetzt die andere und das sehen die hiesigen Einwohner ganz genauso. Doch es gehört mehr zum Ritterdasein als nur höfliche Unterhaltung, gefährliche Possen und metallene Schuhe. Über allem steht der Wettkampfgeist, mögen die besten Ritter gewinnen. Okay, Rittersportwissenschaften, da geht es also ums Essen von quadratischer Schokolade. Oder vielleicht tatsächlich um Turniere oder ähnliches. Das Personal wird gebeten, inspirieren Lord Blackguard. Sei gegrüßt und willkommen in Noblestead, der letzten stolzen Bastion der Ritterwürde hier im Two Point County. Hurra! Ich trat in die Fußstapfen meines Vaters und meines Vaters Vaters und seines Vaters Onkels. Dennis, das bin ich. Wir hoffen schon seit Jahrhunderten auf etwas freundschaftlichen Wettstreit. Mögen die Spiele beginnen. Hurra! Gut, also hier ist Halloween und Ritterzeit. Es ist auch irgendwie dunkel, also so Halloween-Nachtdunkel so ein bisschen. Das soll uns aber nicht weiter stören, dann ist es in Noblestead halt immer düster. Da müssen wir halt im Dunkeln lernen. Gucken wir mal, Studiengänge verwalten, Rittersportwissenschaften. Alles klar. Das ist unser einziger Studiengang in diesem Jahr. Dafür brauchen wir die üblichen Dinge, nehme ich mal an. Was brauchen wir denn dafür? Gucken wir mal. Wir brauchen einen Vorlesungssaal und einen Kampfplatz. Dann bauen wir das doch mal. Fangen wir mal mit dem Vorlesungssaal an. Also, ganz ehrlich, das muss jetzt nicht sein, oder? Wenn ich mir das so angucke, hier das Uni-Gebäude, das ist irgendwie albern. Da fände ich schon gut, wenn wir hier einfach mal an allen vier Ecken mal eine Ecke ransetzen könnten, weil... Hallo. Wieso geht das nicht? Hä? Das ist ja sehr seltsam. Okay. Kann ich die nur einzeln erweitern, die Sachen? Okay. Hä? Verstehe ich nicht. Oder kann ich das so machen? Nee, auch nicht. Das geht irgendwie, also... Naja. Egal, wir kriegen es hin. Weil diese eine Ecke dann da noch irgendwie zu haben, das ist irgendwie ein bisschen albern, finde ich. Wenn das jetzt eher so rund gebaut wäre, das Gebäude, so mit mehreren Abstufungen hier am Rand, dann können wir das lassen. Aber so mit dieser einen kleinen Einbuchtung. So haben wir dann jetzt wenigstens einen schönen quadratischen Raum, mit dem wir arbeiten können. So, machen wir mal einen Vorlesungssaal hier vorne hin. Was, wieso? Ja. Irgendwie spinnt meine Maus gerade ein bisschen, habe ich das Gefühl, weil sie nicht macht, was ich will. Also dann machen wir den Vorlesungssaal nämlich hier in die vordere Ecke. So, hier ist der
das Pult, hier sind die Dingsies, hier ist der Eingang und wir können den Vorlesungssaal noch ein bisschen größer machen. So. Gut. Dann ist auch noch ein bisschen Platz mehr für Lampen und sowas. Zack, dann haben wir jetzt hier einen Vorlesungssaal. Sieht irgendwie albern aus, weil die sehr weit weg sitzen, die Studenten. Sieht tatsächlich ein bisschen albern aus, oder? Dann machen wir das nämlich doch. Oder wir können das den auch mal so in die Breite, aber dann sind die Fenster da so im Weg hin. Nee, dann machen wir das so. Dann können wir hier noch eine Wand streichen und das noch hier so hin machen. Zack. So, das richte ich jetzt erstmal nicht weiter ein. Ich habe gelernt beim letzten Mal, es ist irgendwie ein bisschen nervig, wenn das alles so ewig lange dauert. Wir starten jetzt einfach mal mit den grundlegenden Räumen und dann geht es auch tatsächlich schon los. Muss ich den jetzt hier so vor der Tür bauen, diesen Kampfplatz? Ist das sinnvoll? Macht schon Sinn, oder? 5x5, 10x5, dann... Ja, wir machen jetzt einfach mal 5x5 und gucken dann einfach mal weiter. Ich denke mal, hier ist der Eingang dann, oder was? Das ist hier so der Übungsbereich. Kann man auch so gerade machen. Ich mache das jetzt mal diagonal, warum nicht? Dann gibt es hier noch so einzelne Trainingsattrappen. Da können wir ja mal noch einen in die Ecke stellen. Stellen wir hier noch einen Bogenschießdingsi hin. Hier vorne noch einen Fass in die Ecke. Hier gibt es noch was. Die Ritterbank, die schalten wir frei. Ja klar, da können die sich hier noch hinsetzen, die Leute. Und dann haben wir eigentlich die wichtigsten Sachen, denke ich mal. Ja, so. Zack. Kampfplatz, Stufe 2. Sehr schön. Und mehr grundlegend erstmal brauchen wir eigentlich nicht. Wir könnten den Studenten noch eine Toilette bauen. Ich muss mir mal angewöhnen, mal die Sachen zu speichern, weil dann habe ich die einfach... Ich baue jetzt mal eine Standardtoilette und die speichern wir uns dann mal. So. Häufige Fragen. Nein, es gibt keine Verlängerungen. Machen wir einfach mal... So, mit 4x2 ist die Toilette ja schon mal grundlegend funktional. Das heißt, wir können hier 4 Toilettenkabinen reinmachen. Wir machen ein paar Waschbecken rein. So. 3 Stück. Und dann können wir noch einen Föhn hier hin machen. Neben die Tür. Dann machen wir hier noch einen Desinfektionsspender hin. Und mehr passt dann hier nicht mehr. Ne? Dann machen wir noch ein Waschbecken weniger. Und pack noch eine Pflanze in die Ecke, damit die Leute sich wohlfühlen. Oh, eine Halloween-Pflanze. Das ist ja cool. Was es alles gibt. Tolle Technik. So. Platz für Mülleimer ist hier jetzt auch nirgends mehr, ne? Okay. Wenn ihr das hört, trinkt einen Schluck Wasser. Danke. Nee, kann man nicht. Okay. Stay hydrated. Gut, dann gibt es jetzt keinen Mülleimer hier. Hausmeister bei den WCs benötigt. Bisschen doof, aber egal. So, dann können wir jetzt nämlich das WC vielleicht einfach mal Zimmervorlage speichern. Badezimmer. Einfach. Ja, es ist also das einfachste, die einfachste Toilette, die es gibt. Und dann können wir jetzt, würde ich sagen, mal das Studienjahr starten. Folgejahr starten. Möchtest du das Jahr wirklich starten? Möchte ich gerne. Ja, bitte. Möchte ich. Achso, wir brauchen natürlich noch einen Dozenten. Den habe ich jetzt einfach vergessen. Holly Leckrich. Klingt wie immer sehr dumm, der Name. Zack. Alle zufrieden. Dann kommt jetzt nämlich noch ein Hausmeister in blitzblank stehende Blase. Top. Finde ich richtig gut. Unheimlich gefährlich ist das ganze Ritterdasein, sehr schön. Mich traf einst eine verirrte Lanze am Kiefer, als ich gerade auf dem stillen Örtchen saß. Kannst du dir das vorstellen? Ehrlich gesagt nicht. Jeder Campus, der was auf sich hält, sollte medizinische Versorgung bieten. Wir mögen in unseren Rüstungen gut gepanzert sein, aber unverletzlich sind wir lange nicht.
Okay, gibt es jetzt ein neues Gebäude? Solange sich Studierende auf deinem Campus aufhalten, werden sie sich zwangsläufig verletzen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Baue eine Klinik und stelle einen in Erste Hilfe qualifizierten Assistenten ein. Also es ist einfach ein weiterer Raum, den wir scheinbar brauchen. 3x3 soll die sein. Gut, wir bauen mal die. Ups. Wieso geht das jetzt nicht? Manchmal kann ich irgendwie die Zimmer nicht ziehen. Das ist irgendwie komisch. So, jetzt haben wir ein noch die kleinstmögliche Klinik sozusagen. Gibt es da irgendwie eine Richtung, in der man sich da ranstellen muss? So geht das doch. Das ist der Scanner sozusagen. Okay, das kann man jetzt hier so hinbauen zum Beispiel. Und brauchen wir noch irgendwas? Naja, so Heizungen wären immer gut wahrscheinlich. Medizinschränkchen ist auch ganz nett. Desinfektionsmittelspender ist wahrscheinlich sehr angemessen bei einer Klinik. Dann gibt es noch das obligatorische entspannende Bild an der Wand. Und dann haben wir es auch halbwegs, würde ich sagen. Wie sieht es eigentlich hier mit Fenstern aus? Da ist schon ein Fenster, das können wir vielleicht verrücken. So, damit man da auch mal rausgucken kann. Klinik haben wir, jetzt brauchen wir noch einen Assistenten mit Klinikerfahrung, komödiantisches Training, das ist so ähnlich wie Klinikerfahrung, Bibliothekserfahrung. Vielleicht kriegen wir hier jetzt einen neuen Bewerber mit Klinikerfahrung. Ja, da ist er schon. Sehr gut. Erste Hilfe, top Danny Plum, aber ekelhaft. Passt. Ups, jetzt habe ich den da draußen hingestellt. Geh mal da rein. So. Du hast vielleicht eine Schlacht gewonnen oder auch zwei, aber Lord Blackguard lässt sich nicht so leicht kleinkriegen, egal was die Gerüchte behaupten. Es wärmt mir den Waffenrock, Noblestead erneut in den glorreichen Kampf ziehen zu sehen. Mögen die besten Ritter gewinnen. Hurra! Das stimmt überhaupt nicht. Das ist eine Lüge! Also jetzt herrscht schon reger Andrang, obwohl doch noch niemand irgendwie auch nur trainiert hat. Wo kommen die denn alle her? Die wollen doch erst noch studieren und müssen jetzt trotzdem schon behandelt werden. Gibt's ja nicht. So, jetzt speichern wir uns das auch noch. Das möchte ich auch so in der Form nicht wieder bauen. Zack. Wir bauen jetzt den Vorlesungssaal. Ich möchte jetzt einmal diese grundlegenden Varianten haben. Das heißt, ich verkleinere jetzt auch nochmal den Vorlesungssaal, damit wir da auf das auch die Minimalausstattung sozusagen kommen. Das Fenster, was ist denn jetzt damit? Es kann doch auch Fenster außerhalb von Vorlesungssälen geben. Ist doch albern. Okay, so, den speichern wir uns auch ab. Das hätte ich, wie gesagt, schon. Da hätte ich mir so viel Zeit sparen können. Das war ein guter Hinweis. Vorlesungssaal. Vorlesung. Einfach. Zack. Okay. Das war ein guter Hinweis von euch auf jeden Fall. So, dann machen wir mal weiter, würde ich sagen. Wir können ja mal einen Schlafsaal bauen. Und einen Duschraum. Den Duschraum stellen wir mal hier in die Ecke, würde ich sagen. Und zwar müssen da jetzt mal drei Duschen reichen. Dann können wir hier nämlich noch eine Heizung hinmachen. Wieso ist es eigentlich hier überall so warm? Interessant. Irgendwie brauchen wir hier gar keine Heizung. Fällt mir gerade auf. So richtig. Aber na gut. Handtuchanhänger, Aufhänger brauchen wir auch. Dann können wir hier noch einen Föhn hinmachen. Und vielleicht noch einen Spender. Und ist da noch irgendwo Platz für eine Pflanze? Nee, also das ist dann immer. Das fehlt dann immer, der Platz.
Na gut. Muss ja auch nicht sein. Das war jetzt ungültig? Habe ich jetzt nicht verstanden. Egal. Dein Campus ist ein wahrer Triumph. Hurra! Aber wie schlägst du dich gegen die raubeinigen Ritter von Noblestead? Das werden wir ja sehen. Hurra! Er sagt sehr viel Hurra. Also hier werden auf jeden Fall schon die ersten raubeinigen Ritter behandelt. Entferne 3 Eindringlinge. Wo sind die denn? Das ist ein Eindringling. Dein Campus kann zu Angriffsziel bösartiger Verschwörer oder von Ritter mit edlen Absichten werden. Und warum greifen die mich dann an, wenn die edel sind? In Security qualifizierter Hausmeister entfernen unliebsame Besucher aller Art ohne große Fisimatenten und mit minimalem Wasserschaden. Willst du mir jetzt echt sagen, dass ein Hausmeister mit einer leidlichen Sicherheitsausbildung gegen einen Ritter ankommt? Und wozu seid ihr dann Ritter, wenn ihr nichts könnt? Ja. Schlafen kriegt er alles. Alles gut, alles gut. So, Mechanik, Upgrade-Kompetenz. Jetzt wäre es natürlich gut, wenn wir hier aber irgendwie... Ja, Sicherheitsaufwertungen müssten wir natürlich erstmal noch irgendwie ranschaffen. Wir haben jetzt aktuell hier niemanden, der sowas kann. Und den Schlafraum, den wollte ich ja gerade bauen. Jetzt hört mal auf rum zu jammern hier, ey. Schon wieder nur am Jammern, die Kids von heute. So, dann machen wir mal einen größeren Schlafraum hier. So. Das machen wir so. Dann gibt es da noch ein paar Schreibtische. Also erstmal gucken wir, wie viele Betten wir unterkriegen. Das kann ich immer nicht so gut einschätzen. Da liegt sogar eine Skeletthand unter dem Bett. Das finde ich sehr gut. Passend zu Halloween. So muss das sein. So, 4 Betten vielleicht. Vielleicht ist das so die richtige Größenordnung. Da kann man wieder nichts dazwischen bauen. Schade. So, dann Schränke. Wären vielleicht auch ganz gut. Bauen wir mal hier einfach so eine Schrankreihe hin. Wieso geht das jetzt schon wieder nicht? Also manchmal, aus bestimmten Perspektiven, baut sich das einfach komisch hier. So, dann haben wir die Schränke und dann können wir noch Schreibtische hinstellen. Das funktioniert jetzt hier wieder so halbwegs, immerhin. Nicht schlecht. So. Hier Schreibtische und dann können wir noch können wir eigentlich vielleicht sogar noch ein Bett hier irgendwie, noch 2 Betten hinpacken. So. So, das geht jetzt dann schon wieder nicht mehr. Wieso kann man jetzt hier nicht auch nur einen Schreibtisch noch hinstellen? Wieso kann ich hier einen Schreibtisch hinstellen, hier aber nicht? Doch, jetzt geht's. Okay. Alles sehr seltsam. So, dann haben wir jetzt hier 5 Schreibtische. Dann machen wir auch nur 5 Betten. Und dann machen wir hier noch einen Schrank hin. Objekt blockiert. Das stimmt überhaupt nicht. Hier ist kein... Wieso kann ich den Schrank da nicht hinbauen? Versteht ihr auch nicht, oder? Wieso geht das jetzt nicht? So, weil die Objekte sich hier hinten blockieren. Deswegen... Ja, dann machen wir doch 2 Schreibtische hier hin, wenn das dann geht. So, da blockiert sich jetzt nichts, oder? Meine Güte, ey. So, dann machen wir hier nochmal... Das blockiert sich doch jetzt aber auch nicht. Und dann können wir hier nämlich noch 2 Betten hin tun. Okay. Ja. Unterkünfte habe ich doch schon. Ist alles schon da. Dann machen wir... hier das schwarze Brett. Hier machen wir noch die Two-Point-Liebesbekundung hin. Das Bettchen kann noch ein Stückchen nach da. Die Studenten scheinen sich ja nicht wirklich daran zu stören, so nah beieinander zu pennen. Und dann unterstütze ich das natürlich. Platz für irgendwie eine Topfpflanze oder so ist jetzt hier, glaube ich, nirgends mehr so richtig. Außer hier mitten im Raum. Hm.
Wir können die Betten vielleicht noch eins näher beieinander stellen. Dann können wir hier noch die Pflanze hinstellen. Dann passt das doch gleich noch ein bisschen besser. So, und dann gibt es noch irgendwas, was wir an die Wand hängen können. Ja, hier so, das passt doch zu Rittern, so ein Stammbaum, so ein schönen, im wahrsten Sinne, ein Stammbaum, ein Bäumchen. Und so, dann ist das doch jetzt hier eigentlich ganz nett. Dann haben wir mal auch einen Schlafsaal erstellt. So, jetzt freut euch gefälligst, ihr anspruchsvollen Studenten, ihr wollt sogar schlafen. Repariert der Hausmeister in Knappenuniform eigentlich gerade mit einem Hammer die Blattpflanze? Interessant. Das stimmt. Hier haben wir einen Security-Hausmeister. Darauf habe ich gewartet. Den können wir mal einstellen. Dann kann der sich nämlich um die Eindringlinge kümmern. Noch 40... Ach so, das sind... Ach, das ist gar kein Hausmeister gewesen, sondern das waren Eindringlinge. Entschuldigung, das habe ich falsch verstanden. Der da die Topfpflanze mit dem Hammer bearbeitet hat. Dann ist das natürlich korrekt. So, die werden einfach so lange mit einer Super Soaker eingeseift, bis sie rosten, nehme ich an. Und dann verschwinden sie, offensichtlich. So, jetzt beginnt der nächste Kampf, hoffentlich. Was ist er jetzt hier? Herr Hausmeister, können Sie sich mal bitte um weitere gemeingefährliche Eindringlinge kümmern? Nein, nicht mich vollspritzen. Ih, Wasser, Hausmeister zum Reinigen verstopft. Was ist da los? Gertrude zieht direkt das Schwert. Gibt's ja nicht. Hinweis. So. Wir bieten keine Zimmer mit eigenem Bad. Das stimmt, wir bieten tatsächlich keine Zimmer mit eigenem Bad. Wir haben aber immerhin direkt gegenüber der Schlafräume einen Duschraum. Okay, gut, ich würde sagen, das soll reichen für den Einstieg. Beim nächsten Mal gucken wir uns dann die Trainings und die Vorlesungen an. Jetzt haben wir die Invasion zurückgeschlagen und dann werden wir das erste Studienjahr, denke ich mal, nächste Folge über die Reihe kriegen und mal schauen, wie gut unsere jungen Ritter abschneiden. Also Leute, das war's für heute und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.